Guten Morgen, mein Lieben. Es ist Freitag, der 11. Dezember 2020, hier auf Nimmerland. Heute gibt es eigentlich keine Oh, puh, wieder so ein Tag, wo einem die Kälte durch und durch geht. Gleichzeitig sind solche Tage perfekt dafür, draußen im Schnee zu spielen. Und wenn ihr euch raus in die Kälte wagt, achtet auf Schneebälle. Auf dem Boden und rollt sie ein bisschen. Wenn sie groß genug sind, könnt ihr zwei aufeinander packen und so einen Schneemann bauen. Ich hoffe, dass ich bei meinem Schatzjäger morgen eine ganze Schneemannparade sehe. Oh, Leute, Leute, darauf habe ich ja lange gewartet. Seit März habe ich auf diesen Tag... Oh, guck mal, das Icon hinten, dieses Lade-Icon hat sich verändert. Oh, endlich ist der Schnee da, Leute. Oh, endlich. Oh Gott, da ist ein Schnee. Dings. Oh, die fangen wir. Oh Gott, Leute. Meine Insel hat sich auch sehr, sehr viel verändert. Hat sich wirklich viel verändert. Da ist, glaube ich, nichts. Das schauen wir uns gleich alles an, Leute, aber ich bin so hyped auf dem Schnee. Oh, darauf habe ich wirklich seit Anfang an gewartet, aber ich wollte nicht vorspulen und nicht schieben. Oh, sind die Bäume jetzt schön, Leute. Guck mal, wenn man dagegen rennt, dann kommt auch manchmal so ein bisschen Schnee runter. Oh, geil. Oh, ist das schön. Genau deswegen habe ich mir nämlich einen kleinen Wald gemacht. Mit einem Weg drin, hier. So. Den Wald, den müssen wir aber auch noch ein bisschen dekorieren. Aber mit Schneesachen. Oder mit anderen Büschen vielleicht auch noch. Das schauen wir uns gleich aber an. Schauen wir uns alles gleich an. Erstmal suchen wir jetzt hier die Leute, ne? Dass die uns ein Rezept geben. Oh, cool. Da das Speichersymbol. Das ist jetzt eine Schneeinsel. Oh, Froschi ist traurig. Ich bin auch traurig und renn weg. Oh Mann, ich liebe Schnee. Oh, die Kübel. Oh, guck mal, der Zaun. Der Zaun bekommt auch hier Schnee drauf. Oh mein Gott, kann man den wegmachen? Schnee, okay. Geil. Oh, das ist cool. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er dann... Warte. Auf allen Möbeln ist aber nichts drauf, oder? Nee, bis jetzt nur der Zaun. Vielleicht nur die Zäune. Finde ich aber sehr cool. Echt cool. So, gehen wir mal hier rein. Ne, wir suchen das Bewohnerrezept. Aber er hat's auch nicht, unser Professor Quack. Quacky, quacky. Wäre auch cool, wenn die kleinen Seen jetzt eingefroren wären. Finde ich auch cool. Ach, Gulliver ist da. Mach ich nachher auf Screen. Den haben wir oft genug gesehen. Denke ich. Wir holen uns mal eben die Flaschenpost. Gott, jetzt sehe ich hier noch weniger, ob hier irgendwo was ist. Kann ich auch so? Nee. Nee, da ist aber nichts. Okay. Gehen wir kurz runter. Ich glaube, einen Fisch ist neu, aber vielleicht sind es auch noch mehrere. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das sehen wir dann. Das sehen wir. Also ich werde es dann noch in Erfahrung bringen, ob irgendwelche Fische neu sind und welche nicht. Oh, ist ja schön. Ach, da haben wir noch eine Schneeflocke. Thomas? Nein? Oh Gott, ich bin so schlecht. Nee, Thomas, du bleibst hier. Ich habe eine Frage für dich, Moritz. Was liegt jenseits des letzten Meeres? Das hat mich nie gekümmert, doch nun möchte ich es herausfinden. Oh ja, das Abenteuer meines Lebens erwarten wird. Nee, bitte bleiben. Ich will dich bleiben. Sorry. Sorry, ja. Ja, du musst leider hier bleiben. Es tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich will dich hier. Diesen Weg hier bin ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Auf jeden Fall habe ich hier so einen kleinen Pfad. Och man, die ist auch weg. So einen kleinen Pfad gemacht, weil ich einfach viele Schneebäume haben wollte. Vielleicht mische ich das noch mit Nadelbäumen. Ne? Was ich eigentlich auch relativ cool finde. Und es sollte jetzt eigentlich auch Bäume geben, die geschmückt worden sind von ihr. Von der Melinda. Aber wir gucken mal eben hier, ob es neues Weihnachtszeug gibt. Gibt. Hallo, Tina. Ja, mit Mina habe ich schon seit 3 Monaten nicht mehr geredet, gefühlt. Könnte sogar hinhauen. Und ja, Leute, leider gibt es immer noch keinen neuen Laden für uns. Das fände ich ja eigentlich ganz cool, wenn es den
geben. Haben wir das schon? Ich glaube nicht. Bolero-Mantel. Nimm mal dieses Pissgelb mit. Und... oh, die haben wir nicht. Die nehme ich dann auch mit. Kunststiefeletten. Haben wir die schon? Ich nehme die mal hier in lila, ne? Lila mit, ja, komm. Tragen wir auch so, weil wir so cool sind. Wir sind so scheiße aus, aber ist mir so egal in diesem Spiel. Ich find's irgendwie cool. Oh, tschüss. Tschüss, Dina. Mann, 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 nächstes Mal bitte bessere Sachen, ja? Danke. Danke, danke. Oh, ich liebe Schnee. Achso, wir suchen immer noch hier Dings. Oh, da hinten ist Edit. Hier haben wir die Flaschenpost. Perfekt. Oh Gott, meine Taschen sind voll. Tauschen. Hier, eine Muschelkanein. Okay, ich muss gleich mal eben Sachen verkaufen. Sonst klappt hier nichts. Was haben wir hier? Eine Ukulele. Oh, die haben wir aber schon. Blatt, Baumstumpf, Gold, Bambuswand und Fossilientüschel. Na gut, euch kann ich ja verkaufen. So. Oh Gott, da haben wir noch einen. Oh, Mann, ey. Das ist doch nicht wahr, oder, Leute? Dass ich das so verkacken kann. Nee. Alter, alter, nee. Hallo. Oh, ein Hund. Aber ich glaube, den habe ich schon gekauft. Aber ich bin mir nicht sicher. Hier, ich will was verkaufen. Ich habe hier ganz, ganz viele tolle Sachen mit. Ein Heizgerät. Oh nee, das waren die Wintermöbel. Die bekommt, die kann man, glaube ich, nicht bestellen. Verkaufe ich zumindest das hier. Cute Away kann auch weg. Die behalte ich mal auf Klappbilderbuch. Ne? Bleibt auch mal da. Werkzeugwagen, Wunschsocken, Plüsch. Hündchen. Ja, Plüschhündchen haben wir also schon. Okay, gut. Verkaufen wir das hier mal. Oh, das ist ja fast gar nichts, Mann. Ey, du bist ja gemein. Du bist gemein zu mir. So, gucken wir mal eben hier rein, ob es hier neue Sachen gibt. Aber ich denke fast nicht. Wunderkerze. Mhm. Die hatten wir letztes Mal, also, ne? Als es dieses Feuerwerk die ganze Zeit gab, die hatten wir nicht, ne? So, ich würde sagen, die probieren wir gleich mal aus. Was schon interessant ist. Da, 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 da. Heute war ja auch diese Game Awards, ne? Die Show. Nintendo hat irgendwie gar nichts angekündigt. Die haben einfach nur Trailer von ihren veröffentlichten Spielen gezeigt. Cool. Cool. Hat's gleich Peng? Oh, jetzt guckt er aber schon gespannt. Oh, ab. Wow. Cool. Sehr cool. Oh, das Haus sieht jetzt cool aus mit dem Schnee oben drauf. Oh, ich liebe Schnee. Eiszapfen wären auch noch ganz cool gewesen, wenn die so runter dingsen. Oh, da haben wir das Rezept. Aber ich bin gerade beschäftigt. Strohmann. Oh, toll. Den brauche ich aber nicht. Oder? Brauche ich den? Ja, ich weiß es. Oh, oh, ich weiß schon, wie es wieder geht. Außerdem habe ich das gestern das erste Mal Hackfleisch beim Metzger geholt. Und meine Spaghetti Bolognese, ne? Dieses Hackfleisch, das war so zart, da musste ich überhaupt nicht mehr kauen. Fand ich jetzt nicht so toll. Wo sind denn die geschmückten Bäume? Muss ich noch mehr Nadelbäume hier einpflanzen oder was? Ist doch ein Witz, oder? Guck mal nochmal hier, ob ich die hier übersehen habe. Nee. Nee, Melinda, du wolltest doch hier dekorieren. Oder erst am 16. Ich glaube, das war nämlich erst am 16. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das ist zurzeit meine kleine Insel. Hier, wie gesagt, ein kleiner Waldpfad, weil ich wusste nicht, was ich hier machen soll. Und unten rechts weiß ich auch nicht wirklich, was ich hin machen möchte. Ja. Muss man dann einfach mal gucken, was die Zukunft so bringt, ne?
Dann gehen wir, glaube ich, nochmal kurz zum Rathaus. Gucken wir mal hin. Ne, da ist auch nichts. Okay, dann gehen wir kurz zum Rathaus. Ja, ihr schlürft alle an euren Suppen. Mir habt ihr natürlich keine mitgebracht, ne? War ja klar. War ja klar, ne? Am Ende hätte ich bestimmt noch die Zutaten aussuchen müssen. So, gib her die Medaillen. Die Meilen. So, was haben wir denn hier? Nook Shopping. Komm, irgendwas Season Dingsy Bumsy. Okay, die habe ich schon bestellt. Okay, dann hast du wieder nichts für mich. Wow, cool. Cool. Einfach nur cool hier, dieser Laden. Okay, dann gehen wir wieder raus. So, waren wir jetzt eigentlich bei? Achso, ich kann euch nur eben die Rezepte zeigen, die ich jetzt von den Pilzsachen noch bekommen habe. Das war echt eine Arbeit, Leute. Das war wirklich eine Arbeit. Wie? Achso, den muss ich hier zeigen, oder? Ja, okay. Dann gucken wir hier mal eben. Und ich habe sogar noch ein Muschelrezept gefunden am Strand. Das fand ich cool, obwohl ich eigentlich dachte, ich hatte das schon. Ich habe nämlich das Bett gefunden. Aber ich meine, ich hätte es gehabt. Aber hatte ich wohl noch nicht. Naja, umso besser, dass ich es jetzt habe, ne? So, das waren die Herbstrezepte hier. Boah, dieser Laubhocker ist schon cool. Bonsai, auch cool. Tasche finde ich auch sehr cool. Hier sind die Pilzsachen. 5, 5. Ich glaube, mir fehlen tatsächlich noch 2. Einmal eine Wand und noch einen Boden. Schade. Schade, schade. Vielleicht nächstes Jahr. Ja gut, Leute. Dann würde ich tatsächlich schon... Ach nee, wo ist denn der Schneeball? Haben wir schon den Schneeball gesehen? Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Ach man, Edde, du bist im Weg. Ich brauche die Schneeflocke. Danke. Eine Schneeflocke. Ich jauche und frohlocke. Was? Keine Ahnung. Wo ist denn so ein Schneeball? So, die Dinger hier, die braucht man nämlich wieder für Rezepte. Und ich glaube, nicht gerade viele. Aber dass hier nichts mit dem Ball ist, ne? Das finde ich schon wieder kacke. Hier mal hier rüber gucken. Hier ist aber auch kein Ball. Nee, wie soll ich den denn jetzt suchen? Da oben ist ein Ball. Der bewegt den Ball einfach. Ohne mich zu fragen. Wie? Hallo? Nee. Naja, gut. Er benutzt... Ah, da oben ist auch noch ein Ball. Okay, sehr cool. Dann testen wir das jetzt mal. Wie, das war schon? Nee, ne? Ich frag mich ja, wie hoch der sein kann. Früher verschwand dann der Schnee da auch an der Stelle. Aber es gibt es wohl hier nicht mehr. Das haben sie sich wohl gespart, die Leute von Nintendo. Und der Ball ist auch viel, viel weiter gerollt, wenn man ihn losgelassen hat. Das war manchmal kritisch. Alter, ich frage mich echt, wie groß der wird. Nein, nein, nein. Nicht zu dem Kleinen. Genau, schubst den weg. Nochmal hoch. Wird er noch größer? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oder? Oder doch? Ich glaube schon. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Okay, wir testen jetzt nochmal. Einmal runter. Nee, wir müssen so stehen, damit ich das erkennen kann. Nee. Nee, ich glaube, das ist die Maximalstufe. Okay. Das ist die Maximalstufe. Dann machen wir den Kleinen jetzt mal ein bisschen größer. Ja, ja, schubst ihn einfach mal. Zack. Zack. Zack.
So, dann bringen wir auch direkt dahin. Gleich reicht das schon. Zack! Ist mir eine Freude, dich zu sehen. Endlich treffen wir uns. Hab mich schon wie ein Schneekönig darauf gefreut. Besten Dank, dass du mich zum Leben erweckt hast. Ich bin Schnemmel. Ich bleibe nicht für immer, also sehen wir zu, dass wir das Beste aus der verfügbaren Zeit machen. Man lebt schließlich nur einmal pro Jahr, weißt du, was ich meine? Weil du mich zum Leben erweckt hast, gebe ich dir eine Anleitung für etwas Besonderes. Schau mal in deinem Nook-Phone nach Eisstab. Normalerweise gibt's sowas Feines nur, wenn du mich krass perfekt gebaut hast. Aber heute ist mein Geburtstag und wir haben uns das erste Mal getroffen. Das muss gefeiert werden. Und nimm dazu noch diese Riesenschneeflocke, die wirst du brauchen. Ich habe sie zu seinen Sachen getan. Du kannst damit etwas bauen, das dich an mich erinnert. Wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht unbedingt ein Prachtexemplar vom Schneemehl. Aber jeder fängt mal klein an, weißt du, was ich meine? Immer schön weiter üben, dann klappt das auch. Auf das richtige Verhältnis kommt es an. Das solltest du dir merken. Ja, ich finde, du siehst super aus. Ne? Du siehst doch super aus. So, baue Schneemänner. Nice. Haben wir geschafft. Und hier Bastelanleitung. Schauen wir direkt nach. Sehr gut. Einen schönen Eisstab. Oh, ich liebe ja Eis. Eis, Eis, Eis. Zeig ja die Schneeflocke. Oh, der sieht echt cool aus. Der sieht wirklich cool aus. So, kann ich mit dir noch was machen? Das scheint mir eine ganz nette Insel zu sein. Wird bestimmt lustig hier. Heute ist mein Geburtstag. Ich hoffe, ich kriege eine schöne Eistorte. Ich fühle mich krass älter, als ich aussehe. Das muss meine Weisheit sein, schätze ich mal. Das scheint mir eine ganz nette... Oh, okay, er wiederholt sich. Zack. Okay, damit können wir nichts machen. Meinst du, wir können ihn hinkommen? Oh, das ist ein Geschenki. Nein, ich habe bestimmt keine... Doch, ich habe eine Schleuder. Glück gehabt. Nein, ich will die Schleuder. Danke. Peng. Oh, jetzt Peng. Ah, was haben wir da Schönes? Ein Besuchskimino. Cool. Passt nicht zu der Jahreszeit jetzt. So, hier. 200. Nice. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Das ist nur eine Schneeflocke. Ich wahrscheinlich eh nicht kriege, weil ich zu langsam bin. Da ist der Kescher. Zack. Und zack. Und, oh Gott, ich hab sie noch. Eine Schneeflocke, cool. Ja Leute, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Animal Crossing New Horizon. Wahrscheinlich am 24. Weil dann findet hier ein Event statt. Und ja, vielleicht auch nochmal zwischendurch, falls es neue Fische und Insekten gibt, die ich dann versuchen muss zu fangen. Deshalb, ne, wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.